Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit dem Fußballmanager 2023 und dem VfL Bochum. Zuletzt im Pokal gewonnen, 2:1 zu Hause, nach Rückstand nochmal gedreht das Spiel. Und in der Liga gegen den gleichen Gegner Stuttgart, ja, unglücklich mal wieder auswärts verloren mit einem Tor Differenz. Ja, ich hatte ja auch mal gesagt, dass wir so eigentlich nach 10 Spieltagen ein bisschen Fazit, das erste kleine Zwischenfazit ziehen können. Und man sieht es eigentlich, wir sind im relativ gesicherten Mittelfeld vom Tabellenplatz her, aber punktuell sind wir eigentlich mittendrin nach wie vor. Zwar 3 Punkte Vorsprung auf dem letzten, aber nur 2 halt auf dem 7. bzw. 16. Naja, okay, im Pokal haben wir jetzt das Achtelfinale erreicht, das ist ganz gut. Jetzt war jetzt halt eine englische Woche auch noch dazu, logischerweise. Sieht man ja hier in den Daten. Ist nicht so viel dementsprechend passiert. Osetutu hatte ein kleines Wehwehchen. Jetzt zuletzt. Dann sind 2 Spieler für ihr Land abberufen worden, und zwar Christian Gamboa und Goralski für Costa Rica bzw. Polen. Dann haben wir noch, ich glaube, die Jugend abgespielt, und ansonsten bleiben nur noch die Restergebnisse. Ja, 351.000 Einnahme für den Sieg, aber das hatte ich ja schon am Ende vom letzten Part gesagt. Ansonsten glaube ich, ist da nichts mehr. Trainingsbericht von Golubski, ja, entwickelt sich gut. Kann man nichts sagen. Ist jetzt aber auch nicht das Obertalent, sag ich mal. So geradeaus heraus. So, ja, DFB-Pokal, bitte. Da gab es nämlich noch folgende Ergebnisse, die kannten wir, glaube ich, schon. Nee, hier war Schluss bei Stuttgart. Dann gab es nämlich noch am Abend Dortmund gegen Freiburg 4:1, Gladbach HSV 1:0, Darmstadt Werder Bremen 1:2 und Schalke verliert zu Hause gegen Hoffenheim 0:1. Also jetzt große Überraschungen blieben insgesamt eigentlich aus. Vielleicht höchstens so mittelgroße Überraschung, dass Frankfurt zu Hause ausgeschieden ist gegen Union Berlin. Und so auch Hannover vielleicht, dass Hannover Köln rausgeschmissen hat, ist vielleicht eine kleine Überraschung. Ansonsten eigentlich zu erwartende Ergebnisse zum Teil. Ja, so ist eigentlich nicht so sonst noch viel zu sagen. Das Gute ist eigentlich von den Gegnern, die kommen, mit dem Heimspiel stelle ich mir das schon vor, dass da vielleicht das Halbfinale möglich ist. Aber nun gut, dann fehlt nur noch, ich glaube, das kann ich auch hier zeigen, ne? Genau, das Freitagsspiel Bayer Leverkusen Wolfsburg 1:1. Vierter gegen den Sechsten so aktuell. Da hat sich dann auch nichts geändert von der Tabellensituation. Haben sich beide, ja, bringt beiden nicht so viel, ne? Letztendlich, Wolfsburg könnte jetzt beim Sieg von Frankfurt noch aus den Champions-Plätzen abrutschen. Und Wolfsburg, und Leverkusen das Gleiche. Können sogar noch 2, 3, 4 Plätze abrutschen insgesamt. Nee, ja doch, sind ja im Minus. Locker. Beim hohen Siegen der anderen Mannschaften wird das noch gehen. So werde ich spielen. Das ist meine Aufstellung. Aber nicht vorsichtig, sondern ausgewogen. Masovic jetzt wieder. Also auf der Innenverteidigerposition sind viele wilde Wechsel. Es konstant ist was anderes, ich weiß, aber die verteidigen, beziehungsweise verteidigen relativ gut, sage ich jetzt mal nur, ne? Also, ich habe mehr erwartet. Habe ich gerade gesehen, da holt man raus und dann Fiat rein. Noch auf dem letzten Drücker gesehen. Hat sich eigentlich echt wirklich mittlerweile einen Stammplatz erkämpft. Nein, ich muss gleich nochmal schnell ändern. Ich habe vergessen, die Gegner einzustellen. Aus Versehen zu schnell gedrückt. Konnte irgendwie nicht drücken, also ging nicht weiter. Hatte vorher jetzt ein paar Mal gedrückt. Schon befürchtet, dass das Spiel abgeschmiert ist. So, jetzt kurz warten, wie gesagt. Ich muss mal die Spieler einstellen. Trimmel. Ja, das mit dem Pressing lasse ich, glaube ich, sagte er jetzt, war jetzt nicht zum Pum. Ah, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Doch, das geht. Und dann ihn
hier. Aber ich wollte eigentlich auch auf den falschen, auf den schwachen Fuß zwingen bei Trimmel. Der ist ja echt sehr gut bei Flanken. Also da ist echt Qualität vorhanden, auf jeden Fall. Sorin, Schäfer, Sabaccio. Kein Geraldo Becker, das ist schon mal hoffentlich gut. Kann man nur hoffen. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch sind die Pässe in die Tiefe mehr angekommen, wenn ich darauf so gepresst habe. Ne? Da hat Räume gerissen. Das ist ähnlich wie mit dem, wie mit der Manndeckung. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich kontrolliere jetzt gleich aber auch nochmal schnell. Ah ne, die Ausrichtung hatte ich ja gerade schon nochmal nachgeguckt. So, Anstoß an Viaje jetzt am Ball, zurück auf Heinz. Suarez. Oh, der setzt sich schön durch. Flankt und der Ball kommt aber nicht an. Bruno pflückt das Ding runter. Ich gucke aber trotzdem nochmal. Und sicher ist sicher. Ja, mal langsam wir jetzt wieder punkten. Ich hätte schon gehofft, wir holten gegen Stuttgart wenigstens einen Punkt, aber nö, war ja wieder auswärts. Stöger ausgeköpft. Garcia jetzt. Man kann es offensiv ganz ungewohnt. Köster. Soares. Und die AJ zu behastet wieder. Ja, schade. Ja, Schüsse sind aktiver, Ballbesitz mehr, angekommene Pässe auch besser. Aktuell sind wir her im Haus. Aktuell noch. Wir hoffen, dass es so bleibt. So, Freistoß Stöger. Ja, schade, da war Hofmann zur Stelle. Und Führung, Anfiadje, schönes Tor. Sein erstes Saisontor. Schön gemacht. Hier belohnt er sich mal für seinen Aufwand, den er ständig betreibt. Ausgeführt, aber ich glaube, den hätte Hofmann auch schon versenkt, ehrlich gesagt. Aber schön, wirklich. Ja. So ein bisschen wie Robben. Verdiente Führung, also von den Statistiken her auf jeden Fall. Also über die Standards wären wir gefährlich auf jeden Fall. So scheint im Spiel nicht viel zusammenzukommen. Rausgeköpft wieder. Später nochmal. Über die Mitte jetzt. Andere Seite auf Soares. Ich tippe mal, der wird nochmal abspielen. Genau auf Heinz. Nochmal zurück. Soares an Diaj. Asano wird gefoult. Ich glaube, der wird jetzt kontrolliert auf Elfmeter, Elfmeter gegeben wird. Mal schauen. Ich habe da jetzt nicht viel gesehen, aber es wird Elfmeter gegeben. Okay. Hofmann, der könnte eigentlich auch schießen, aber ich gucke lieber nochmal nach. Aber ich denke mal, das wird wohl passen, oder? Elfmeter. Gucken wir mal die Werte an. Also wenn man die Geräusche im Hintergrund hört, ich hoffe nicht, aber das ist mein Hund mit seinem Spielzeuggummi. Der kaut da drauf rum, wie blöde. Ist gut beschäftigt. Stöger hätte mich mal interessiert. Wo sieht man das denn hier aus? Starker Fuß, Elfmeter. Sieht man gar nicht die Werte. Warum? Ich vertraue mal drauf. Ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass Hoffmann ihn macht. Kann er machen. Komm, mach ihn bitte. Mach ihn bitte rein. Er macht ihn rein. Jawohl. 2-0, 27. Minute. Sehr, sehr schön, so früh zu führen. Ja, ziemlich souverän geschossen eigentlich. Läuft doch nach Schnürchen, nach Plan alles.
Ich werde auch nur den Gegner weiter im Griff haben und nicht nachlassen. Das ist das Wichtigste halt. Eine Stunde jetzt gespielt durch Rosia mit der gelben Karte. Kann ich mal sagen, immer ruhig Brauner. Ach, kann er ja gar nicht. Wieder Balleroberung im Mittelfeld verteidigen. Und wenn ich auf Unterstützen mache, dann auch nicht. Merkwürdig. Ja gut, vielleicht dann ein Wechselkandidat. Wie spielt er denn? 6,7. Ja, eigentlich solide, aber mal gucken. Also wenn man es nicht ändern kann. Wie gesagt, ein Kandidat für den Wechsel. Asano vielleicht mal wechseln von der Position her, die er spielt. Weil mir ist aufgefallen, immer wenn er invasiver Flügelspieler spielt, dann ist er nicht so drin im Spiel. Ja, wir haben nochmal Gamboa. Sagen unterstützen. Unterstützen. Und der spielt wieder den klassischen Flügelspieler, aber greift dann an. Hey, unterstützt. Unterstützt, genau. Da war er stärker, entweder als pressender Stürmer oder als Flügelspieler direkt. Ist mir schon aufgefallen, dass letztes Mal zum Beispiel 6,1, das war das Mieseste, was er bisher geleistet hatte. So, Freischuss nochmal, Trimmel, aber schön rausgeköpft. Stöger könnte einen Konter einleiten, 2 gegen 5. Wird nur halt schwer, vielleicht nochmal rund. Oh, schöner Pass. War kein Abseits vor allem. Gibt nochmal Ecke. Stöger. Ja, wieder rausgeköpft. Union sicher hinten im 16er, in der Box. Und dann tut sich nicht mehr viel, bis zur Halbzeit wahrscheinlich. Jetzt nochmal eine Minute. Na, läuft doch. 2-0 zu Führ- 2-0 zur Halbzeit ist ein gutes Ergebnis auf jeden Fall. Ja, Koralski dann vielleicht reinbringen. Für Lossia. Für eine Variante. Ich habe jetzt wirklich keinen Bock wieder auf irgendeinen individuellen Fehler und dann, dass wir dadurch wieder in Bedrängnis geraten. Nee, hatten wir jetzt schon 2-3 Mal. Ich glaube, 3 Mal locker schon mittlerweile in der Saison. Asano, naja, mal abwarten. Ich habe ihn jetzt mal 10 Minuten umgestellt. Wenn sich nichts tut bei ihm, leistungstechnisch, dann natürlich entweder Zoller oder Martin. Ja doch, Martin. Anders Martin. Ja, können wir weitermachen. Halbzeitansprache. Nicht zu viel loben, sagt man immer so schön. Nee, obwohl passt er. Dann lieber erfreut. Weiter so. Positive Reaktion. Goralski flippt sogar aus vor Freude. Beißt er bestimmt den Nomad, aber die Truppe ist kaputt. Also der ist immer aggressiv. Ne? Mal gucken gleich wieder. Der brennt. Jedes Spiel. Kaum zu halten. Langer, planloser Ball erstmal direkt am Anfang. Obwohl, jetzt ist er happy. Aber die Ansprache hat ihn gepackt. Wir sind wie ein Vater für ihn. Ach nee. Ja, Asano steigert sich aber rein jetzt. Die Ansprache war genau richtig, alle jetzt hoch motiviert. Und das Schöne ist genau zum richtigen Zeitpunkt noch bei der Führung. Das heißt, hoffentlich keine Fehler. Hofmann 3-0, sehr schön. Schöner Pass von Antti Ajay, der macht das Spiel seines Lebens hier. Vorlagetor. Was ist los? 3-0 zu 2 in der 52. Minute. 53. Minute. Sorry. Das wird mal im Eifer des Gefechts. Eigentlich ziemlich simpel reingespielt. Ne? Steilpass, zack, Annahme. Direktabnahme. Schön gemacht. Masovic hat sich jetzt eigentlich mal wieder von der guten Seite präsentiert. Wenn es immer so wäre, hätte man halt nicht die Probleme, wie ich es angesprochen habe, auf der rechten Innenverteidigerseite. Ne? Da irgendwie 3 Leute und keiner überzeugt dauerhaft. Haberer jetzt reingekommen für Sebaccio. Oder Sebaccio, ich sage einfach Jordan, so man sagt er ja selber, man soll Jordan sagen. Also ist die Sache auch geklärt. Was wollte ich machen? Gegner gucken, genau.
Haberer im Sturm. Oh mein Gott. Riasson, hier ist er noch bei Union. Halt. Logischerweise. Ja, mittlerweile beim BVB. Ja, Sano ist echt, also die andere Position, die steht ihm nicht. Die mag er nicht so. Ist schon gut zu beobachten. Jetzt 6-8. Also Aris mit der gelben Karte. Könnte auch so langsam, glaube ich, mal wieder durchwechseln, ein bisschen rotationsmäßig. Paar Spielern Zeit geben, die bisher so ein bisschen den Kürzeren gezogen haben, aber bisher, so wenn ich so sehe, die hatten eigentlich jetzt in den vergangenen paar Wochen alle ihre Einsätze mal einwechslungsmäßig oder halt vom Start weg. Gamboa sehe ich gerade, da bringe ich mal Osetutu. Ziemlich kaputt. Naja, ich bin ja nicht verpflichtet, immer alle 5 Wechsel durchzuziehen, um auf Krampf. Oh, wieder Ecke. Wieder Stöger natürlich, der Mann der Standard bei uns. So, Reizki zieht mal ab. Ist ein Fackeln, aber kommt man gern. So, Union mal. Ich glaube, so langsam könnte ich auch. Oh, ist man wieder schön dazwischen. Asano noch schöner dazwischen. Und ja, gut, der Abschluss war schwach. Mit der Innenseite schön. Hätte dann vielleicht nochmal stoppen können. Versuchen, den Ball zu halten. Das Hofmann nachrückt, aber man kann ja nicht immer alles sofort kriegen. Kann ja nicht alles in Nonstop wie bei Arsenal, wenn laufen nur One-Touch-Fußball und so weiter. Und die Flanke, da läuft keiner nach. Warum? Flache Hereingabe wäre auch nicht verkehrt gewesen. Schön gespielt, Ampia J, Soares, Hofmann, den hat Renault diesmal. So, immer schön weiter Druck machen. 20 Minuten noch, würde ich sagen, oder 22, tippt man so auf 3-4 Minuten Nachspielzeit. Und Haberer mit dem Kopfball, aber Riemann sicher. Da war der VfL ja auch dran im Sommer vergangenen an Haberer, aber der wollte ja nicht. Hatte keinen Bock. Dümpelt jetzt vor sich hin. Was ist los? Ach so. Ja, durch Zoller ersetzen. Komm. Einfach rein als Zielstürmer. Ich glaube, bei dem Spielstand ist die Position vom Stürmer jetzt völlig Wuppe. Die letzten paar Minuten. Oh, schöner langer Ball von Heinz. An Biagé nochmal. Oh, und schön. Ja, schön gemacht. Schöner Spielzug. Ja, von Union kommt jetzt aber auch wirklich nicht mehr viel. Man sieht jetzt nur noch der VfL ständig mit Spielzügen. Es sei denn, die verlieren jetzt den Ball und da kommt ein Konter. Aber auch mal wieder schön jetzt. Mal wieder ein bisschen ruhigeres Spiel. Aber so war es. Geht komplett durch. Nochmal ein DJ, aber drüber. Klar drüber. Ja, das Spiel haben wir in der Tasche. Würde ich mal glatt behaupten. 89. Minute. Jetzt nur wieder keine Kunststückchen hier. Oh, schöner Pass hier von. Ah, schade. Dann wieder Jay wieder. Ja, dann haben wir das Ding gerissen. Ein paar Sekunden auf der Uhr und abgegriffen. Schönes Ding, haben wir 14 Punkte schon mal. Aber auch hoch verdient der Sieg. Hoch verdient. Ballbesitz 67 zu 33. XG 2,14 zu 0,15. Also Union wirklich so gesehen erschreckend schwach.
Da kam nichts. Ja, super Ergebnis und super Auftritt von euch, auf jeden Fall, könnte man so sagen. Aber wir sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich gesehen habe, aber wir sollten nicht selbstgefällig werden. Es ist wichtig, fokussiert zu bleiben, würde ich sagen. Es ist ein bisschen besser, immer bodenständig bleiben, die Kirche im Dorf lassen, bevor man abhebt und hinterher tut so ein jüngerer Spieler, weiß ich nicht, ein Ossi Tutu oder so, auf einmal denken, er wäre Robert Pires oder sowas, keine Ahnung. Es geht ja immer schnell, ne? So, die anderen Ergebnisse. Dortmund gegen Stuttgart 3 zu 0, das ist gut für uns. Genauso Gladbach, ja gut, das ist eigentlich für uns uninteressant, tabellarisch gesehen. Gladbach gegen Frankfurt 2 zu 0, Hertha Schalke 0-0. Mainz schlägt Köln 3 zu 1. Burkhardt hat wieder getroffen. Also der wird wohl, da werden wir mal eine Winterpause gucken, wie die Statistiken in der ersten und zweiten Liga sind und auch international. Die WM werden wir natürlich auch verfolgen. Keine Frage, aber Burkhardt vermute ich doch mal locker unter den ersten drei in der Torschützenliste mittlerweile. Ich glaube, der hat in den letzten drei Spielen 6 Tore insgesamt gemacht. So, Freiburg gegen Werder Bremen 3 zu 0, auch mal wieder für Freiburg ein Befreiungsschlag, auch deutlichen Sprung gemacht von 18 auf 14 mit einem Sieg. Und wir selber dann halt mit dem 3 zu 0 gegen Union Berlin. Das haut Union Berlin auf den 17. Platz runter. Augsburg jetzt letzter, muss man sich mal geben, ne? Also die waren nach 4 Spieltagen, glaube ich, Vierter oder Fünfter und jetzt letzter halt. Und ich glaube, die haben die letzten Spiele alle verloren. Die letzten. Ja gut, die haben ja noch 2 Spiele, sehe ich gerade, aber dann so gesehen trotzdem die letzten 6 Spiele verloren alle. Das wäre schon ein Ding, wenn dem so wäre. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für dich an der Stelle. Und dann kommt als nächstes, wenn ich mich nicht irre, danach jetzt Wolfsburg und dann Dortmund. Oder andersrum. Aber ich meine erstmal Wolfsburg. Auf jeden Fall 2 schwere Brocken vor der Brust. Beide im europäischen Wettbewerb. Nee, Wolfsburg nicht, aber die klopfen an der Tür aktuell auf dem 4. Platz halt. Auf jeden Fall wird es nicht leicht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Schönen Abend oder Tag wünsche ich euch noch und tschüss, bis dann.